Hier ist es nämlich schön schwarz, schön verbrannt und die Dichtung komplett ausgehärtet. Die bricht einfach so in Stücken, bröckelt die Dichtung nämlich hier raus. So Leute, wenn ihr nämlich mal einen Opel Ecotec 1,4 Liter Turbomotor habt, also der Turbo ist hier schon mal entfernt und er hat eine Ölundichtigkeit, also neben dem Ventildeckel, der ja schon mal gerne undicht wird, kommt es vor, dass der Ölkühler und der Ölfilterflansch undicht wird. Also passiert häufiger, allerdings gibt es eine Sache, ich habe ewig gesucht, wie wird das eigentlich aufgebaut oder so und ich finde da einfach nichts zu und deshalb dachte ich, das ist es wert, euch zu zeigen, wie die Dichtungen da reinkommen, denn Ersatzteile gibt es en masse, aber keine Reparaturanleitung, wie der Turbolader rauskommt oder sonst irgendwas, das alles zerlegen, dazu gibt es schon ein Video, heute den Ölfilterflansch. Und abgedichtet wird der Ölfilterflansch, der ist eigentlich hier fest mit 1, 2, 3 so Torx-Schrauben. Kühlwasserschlauch hier auch gelöst, ne? Weil das alles mit dazu gehört, Öldruckschalter, hier so ein Wasserrohr, Ölkühler, die werden besonders gerne undicht, das habe ich mir sagen lassen. Schon im letzten Video wurde ich darauf hingewiesen, na Junge, Junge, wenn du schon mal da dran bist, dann musst du das ausbauen und abdichten. Ja, danke, der Tipp kam leider nach dem Video. Jetzt gehen wir mal kurz da dran. So, nach einem Stück wackeln und so, könnt ihr den Flansch abziehen. Und dann schauen wir uns mal die Dichtungen an. Also, wenn ihr euch einen Dichtsatz kauft, dann habt ihr drei solche Dichtungen mit dabei. Ne? Ölfilter, Flansch, Dichtsatz. So sieht das dann aus. Und wenn wir uns das Ganze anschauen, dann haben wir hier eine Dichtung. Und hier ist der Ölrücklauf. Das ist wahrscheinlich der Öldruck oder so. Und hier ist auch die Stelle, hier kann man es wunderbar erkennen, wo er auch Öl verloren hat. Hier ist es nämlich schön schwarz, schön verbrannt und die Dichtung komplett ausgehärtet. Ich bin gespannt, wenn wir die gleich rausholen, wie hart die ist. Mit Sicherheit komplett durchgehärtet. Und haben wir ein Dichtungswerkzeug da drauf. Ach, guck mal, seht ihr? Komplett wie Plastik. Die bricht einfach so in Stücken, bröckelt die Dichtung nämlich hier raus. Ja, und das ist einfach das Problem. Ja, das Ding ist, der Motor wird einfach zu heiß. Und dann härtet die Dichtung aus und habt dann nämlich das Problem. So, dann haben wir noch von dem Rücklauf, haben wir hier diesen O-Ring. Der ist geschmeidig gut. Kann man noch schön bewegen. Und dann haben wir noch eine Dichtung, die über ist, das ist die hier. Die ist hier vom Ölfilterflansch. Und den schrauben wir auch jetzt mal gerade ab. Oder nicht Ölfilterflansch, vom Ölkühler. Logisch, Leute, ist der Ölkühler. Auch hier am Ölkühler selbst kann man sehen, der ist nämlich so verbaut. Hier alles sogar so richtig viel frisches Öl und so. Ne? Das kann jetzt nicht nur hier durchs Rauslaufen, aber Leute, hier auch frisch und eingehärtet. Also hier verliert er auch eine Riesenmenge Öl. Sieht es eigentlich hier drunter aus. Also auch hier genau die Dichtung, die wir gesucht haben. Am Ölkühler selbst auch nur ein Abdruck. Den reinigen wir gleich mit einem schönen Schwamm. Dann schauen wir uns auch diese Dichtung an. Und ich wette, diese ist genauso ausgehärtet wie die andere. Nicht ganz so hart, aber sehr hart und überall brüchig, bedeutet, ja, das sind so Sachen, die müssen einfach regelmäßig neu gemacht werden. Ja, das Ganze jetzt mal kurz reinigen. Zum Reinigen einfach. Zum Reinigen der Flächen eignet sich am besten hier so ein Schmirgelpad, also kein Schmirgelpapier oder so. Dieses Pad trägt kein Material ab,
macht aber den Dreck weg und macht die Fläche schön gleichmäßig. Also grobe Stücke werden entfernt und dann ist das Taco. Genau das hier. Und das gleiche machen wir natürlich hier so ein bisschen, wobei wir hier die Dichtung, Profildichtung haben, die hier reingeht. Das machen wir nur einfach so aus Ästhetik. Das gleiche hier, aber am Motorblock, wo der nämlich drankommt, da müssen wir den Motorblock reinigen, denn da haben wir so eine Anlagefläche wie das hier. So, neue Dichtung drauf. Eigentlich nichts Wildes. Den O-Ring. Hier solltet ihr darauf achten, dass der O-Ring, wenn ihr ihn drauf gemacht habt, einmal hier verdrehen. Weil durch das Rüberkrimpen, dann verdrehen die sich schon mal in sich und dann gehen die schneller kaputt. So, und die guckt hier auch, Leute. Wenn man sich das anschaut, guck mal, die guckt hier locker einen Millimeter aus dem Gehäuse raus, die Dichtung. Ne? Also das ist schon, die wird richtig, richtig heftig gepresst an das Getriebegehäuse. Auch hier, die war auch platt gedrückt. Ja, und dann jetzt noch hier vom Ölfiltergehäuse, Ölkühler. So, Reste des besten Bremsenreiniger entfernen. Und dann kann er auch schon drauf. So, Ölkühler drauf und festschrauben. Ja Leute, Ölfilterflansch ist angesetzt, hier das Wasserrohr ist angesetzt, schön vorsichtig alles und mit Eigenmaterial natürlich so ein bisschen befeuchten und der wird ordentlich angezogen. Ich habe jetzt kein Anzugsdrehmoment dafür, aber so wie die Dichtung da rausgeguckt hat, braucht er ein bisschen Kraft. Etwas längere Ratsche und fest. So Leute, hier sifft nichts mehr. Das Problem ist nämlich, dass er hier unten, als er hier getropft hat, wisst ihr, was hier drunter ist? Das seht ihr nicht. Hier ist nämlich der Cut. Er hat schön auf den Katalysator drauf getropft und es war immer am Rauchen. Der Dampf kam aus der Haube raus. Jetzt haben wir ein für alle Mal Ruhe. Aber das ist nicht alles. Ich muss euch noch was zeigen. Ich habe schon gesagt, dass der Turbolader dafür raus muss. Ist kein Hexenwerk. Video dazu gibt es auch. Ja, hier war aber außerdem einmal der Wasserschlauch, der ist hier mega weich, aber das eigentliche Problem haben wir hier, seht ihr, der ist hier undicht. Und das Schöne ist, eigentlich sollten diese zwei Wasserschläuche nur neu, aber um die auszubauen, muss der Turbolader raus, denn diese sind hier hinten geschraubt und hier haben wir schon den Motorblock. Sehr schön, oder? Und so wie das hier wackelt, mein Gott, Leute, da sind auch wieder nur Dichtringe drin. Und ich hoffe, dass das hier aber auch hält. Ich will es nicht aussprechen, Leute. Ne? Aber es ist echt eine Wackelbude. Naja, ja, und jetzt kommt das Zeug wieder zurück. So, Leute, Mensch, sieht das alles toll aus. Schaut mal, die Wasserschläuche, die sind hier voll zusammengezogen. Warum? Ich habe Unterdruck aufs Kühlsystem drauf gemacht, schon länger her. Deshalb hat er ein bisschen Druck verloren und Kühlmittel. Und dafür machen wir den Hahn mal offen. Zack. Und dann sage ich einfach nur, guten Durst, soll er sich das Zeug da reinziehen. Und dann kann man auch beobachten, wie die Schläuche wieder aufgehen. Ganz wichtig bei dem Auto, also da hat so viele Kleinkanäle hinterm Turbolader. Da kommen aus verschiedene kleine Schläuche sind hier. Und da ist es wichtig, das Kühlsystem wirklich auch mit Unterdruck zu befüllen. Sonst habt ihr das Problem, dass ihr die Luftblasen nicht sofort rausbekommt. Dann kocht er vielleicht erstmal oder so. Also mit Unterdruck Kühlsystem befüllen und dann seid ihr auf jeden Fall safe, auf der sicheren Seite. Ihr könnt es im Vorfeld schon mal auch prüfen, das Kühlwasser, ob es auch minus 35 Grad hat und dann ist alles Taco. Ja, soweit. Und gleich sehen wir uns beim Start. Ich sehe schon, der hier hat sich schon wieder begradigt. Der hier wird auch schon langsam weich. Super.
Tja Leute, hätten wir es wieder einmal geschafft und läuft und ist dicht und ist alles super. Ja, ich hoffe, ich konnte euch gut helfen mit denen, wo die Dichtringe angebaut werden, verbaut werden. Denn ich persönlich hatte das Problem, ich habe dazu keine Infos gefunden und war einmal gut zu wissen. Was mir da jetzt noch gefehlt hat, also wenn man den Ölflansch tatsächlich rausholt, dann muss man ja noch ein Wasserrohr abmachen, welches am Motorblock befestigt ist. Dieser Dichtring fehlt zum Beispiel. Also wenn ihr euch da dran begebt, holt euch diesen Dichtring auch noch einmal und dann möglicherweise auch vielleicht die Ölvorlaufleitung für den Turbolader, die muss nämlich auch abgemacht werden. Und wenn ihr Pech habt und die schon älter ist, dann weiß ich eins, da ist der Dichtring auf jeden Fall auch gerne schon mal kaputt angefressen und dann süfft es da auch noch mal raus, ne? Und wenn ihr schon mal dabei seid, ja, ihr macht bestimmt einen Ölwechsel, weil es muss ein bisschen Öl aus dem Ölfilter flanschen. Ich meine, der Ölfilter wird gelöst, der wird rausgeholt, damit das Öl vielleicht runtersackt und sowas, ne? Da macht es Sinn, dass ihr euch da direkt vielleicht das mit einem Service verbindet und sowas. Ja, das einfach nur mal so als Tipp nebenbei. Ja, Leute, das war's dann auch schon mit diesem Video. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ich konnte euch ein paar gute Tipps mit auf den Weg geben und würde sagen, wir sehen uns demnächst hier auf YouTube. Tschüss, euer Schrauber.